Was haben diese Säckchen mit dem Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt zu tun? Das eine Säckchen ist leicht wie eine Feder. Es symbolisiert gute Geheimnisse. Geheimnisse, die Freunde miteinander teilen, die zusammenschweißen und Spaß machen. Dieses Säckchen hier ist schwer, schwer wie Blei. Es steht für schlechte Geheimnisse, solche, die bedrücken, über die es schwer ist, zu sprechen. Die Säckchen habe ich aus der Starke Kinderkiste. Sie können Kindern dabei helfen, ihre Grenzen kennenzulernen. Denn wenn man ein schlechtes Geheimnis mit sich herumträgt, ist es besser, sich jemandem anzuvertrauen. Wir wollen, dass jedes Kind erkennen kann, wann Grenzen überschritten oder Regeln missachtet werden. Die Stiftung Hänsel und Gretel und das Petze-Institut helfen dabei. Mit der Starke Kinderkiste und dem Echte Schätze-Präventionsprogramm. Mit dem Megafon zum Beispiel lernen Kinder, laut Nein zu sagen. Die Katzengesichter helfen, schwierige Gefühle zu zeigen. In dem Begleitbuch Echte Schätze gibt es dazu passende Geschichten, Spielanregungen und Bastelvorlagen. So können Kinder spielerisch ihr Wissen, ihre Kompetenzen und ihr Selbstwertgefühl stärken. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass möglichst viele Kinder mit der Starke Kinderkiste erreicht werden, dass sie ermutigt werden, sich anzuvertrauen, wenn sie in Not sind. Prävention und die Stärkung in Elternhaus und Kita sollen ganz früh beginnen. Deshalb übernehme ich sehr gerne die Schirmherrschaft für die Starke Kinderkiste. Starke Kinder brauchen starke Paten, Spenderinnen und Spender, Sponsoren, Stiftungen und auch öffentliche Träger können die Starke Kinderkisten finanzieren. Helfen Sie mit, dass Kita-Kinder gestärkt in ein selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt und ohne Missbrauch gehen können. Vielen herzlichen Dank.